Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 13. September 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Gestern war der 12. September. Das heisst, das ist ein wichtiger Tag in der Schweizer Geschichte. Wir haben schon darüber geredet und darüber geschrieben. 12. September 1848 hat die Tagsatzung Bundesverfassung, die neue Bundesverfassung für angenommen erklärt. Aus dem Anlass hat natürlich auch das Parlament müssen feiern. Und man hat so gefeiert, wie das heutige linke Establishment feiert, wenn sie etwas zu feiern haben. Jämmerlich, fantasielos, dumm. Dominik, die wichtigsten Einzelheiten. Ja, es hat ganz viele Reden gegeben. Das hat auch links für ein Erdbeben gesorgt, weil irgendwie 8 Männer geredet haben und nur eine Frau. Ein grosser Skandal. Tamara Funicello ist ganz hässig. Aber noch viel wichtiger als jetzt die Einteilung in Männlein und Weiblein ist so der Charakter von dieser vier. Es sind einerseits eben Reden. Es hat übrigens keine rausgestochen. Man lobt die vom Alain Berset, wie man sie immer lobt, weil er sie ja sehr gut vortragen hat, aber inhaltlich ist es nichts wahnsinnig grossartig gewesen. Aber sonst der Auftritt von einer Slap-Musikerin aus Biel, das sei, also nicht gewusst bis gestern, das sei eine Mischung aus Slam und Rap, sie ist da ein bisschen dort, hat einfach so Wörter und Sätze rausproletet. Noch schlimmer, der Auftritt von Joachim Rittmeier, ein eigentlich anerkannter Komiker, den ich aber ehrlich gesagt noch nie so wahnsinnig lustig gefunden habe. Und was hat er gemacht? Er hat einen neuen Text für den Schweizer Psalm kreiert. Und der hat man dann, und das ist ja links immer so, man muss dann immer die Leute zwingen zu etwas, oder? Sonst ist ja so eine 4 keine 4. Man hat dann wollen, eben die 246 mehr oder weniger anwesenden Politiker zwingen, die Nationalhymne mit dem neuen Joachim Rittmeier-Text zu singen, und einem hat das nicht gepasst, nämlich am Thomas Aeschi. Er ist aufgestanden und hat die Hymne so gesungen, wie man sie singt. Gut, dann muss man jetzt mal Thomas Aeschi einfach sagen, gratulieren. Völlig richtig, die einzige Möglichkeit. Eigentlich hätte man die ganze SVP geschlossen, genau. So sich verhalten, und auch die FDP. Das sind nämlich die zwei Parteien, die eigentlich mehr oder weniger direkt zurückgehen auf die Gründer von dem Staat. Das sind die Liberalen und die Radikalen, die ihre Erben sind. Die FDP und die SVP, das hört man nicht gern. Die hätten sich müssen wehren gegen die Verhunzung von einem alternden, unfähigen Kabarettist, der typisch, wie sehr viele Kreativkünstler heute sind, nur noch kann auf Bestehendes reagieren. Die können ja nichts mehr Neues schaffen. Oder? Die können ja nicht selber irgendeinen guten neuen Text schaffen, mit einer neuen Melodie oder irgendetwas, wo neu wäre, wo zeigt, wir sind originell, wir sind kreativ. Nein, sie müssen sich immer auf die Vergangenheit beziehen und sich lustig machen über ihre Vorfahren, die ein bisschen mehr geleistet haben für das Land als der Herr Rittmeier. Eine Zumutung, dass so jemand auftreten darf. Und wie gesagt, man fragt sich immer, was macht ihr bürgerlichen Parlamentarier? Ihr habt Mehrheit in dem Gremium und lasst euch von den pubertierenden Linken immer solche Seiche reinposten. Ich meine auch so ein, wie hast du gesagt, ein Slap-Poet, oder was? Über den niemand kennt, wo noch gar keinen Durchbruch gemacht hat. Einfach niemand. Wenn man das vergleicht, wie andere Länder, so einen wichtigen Tag. Und ich meine, das ist wirklich einer von den ganz zentralen, wichtigsten Tagen von der Schweizer Geschichte. Und es ist auch ein ganz breiter Konsens in dem Land, dass die Bundesstaatsgründung von 1848 eine Meisterleistung war. Das ist ein ganz breiter Konsens. Wieso können wir das nicht feierlich, erwachsen, schön feiern? Warum müssen wir es kalt machen? Warum müssen irgendwelche linke, unfähige Künstler die Bühne missbrauchen? Einmal hat man schon wirklich das Gefühl, Kopf und Deckel, hey, wählen die gerade alle ab. Es geht so nicht weiter. Nein, weißt du, mich erinnert stark an die Expo 02, oder? Das Land hat wahnsinnig Mühe, sich selber zu feiern. Hat wahnsinnig Mühe,
sagen, für einen Moment lang, nicht den ganzen Tag, aber für einen Moment lang zu sagen, es ist gut, was dem passiert ist. Es ist schön, was dem passiert ist. Es ist etwas entstanden, wo viel später und durch viel Umweg etwas geworden ist, wo wir sollten bewahren, wo wir können stolz, das Wort stolz, weißt, kommt, das ist gerade, das tut irgendwie ganz fest weh bei gewissen Leuten und du sagst es richtig. Also, das Büro vom Nationalrat ist mehrheitlich bürgerlich auf dem Papier. Man hätte es nicht können verhindern. Nur eine andere Geschichte ist auch, man hat das, du kennst das Bundeshaus, das ist ja so ein bisschen aufgebaut, so ein bisschen neoklassisch und am oberen Giebel, am sogenannten Tympanon, das ist leer gsi bis gestern um 18.48 Uhr. Dann hat man ein Kunstwerk enthüllt, das heisst Thilo, erinnert an eine dunkelhäutige Nationalrätin von 1971, Thilo Frey. Aber man sieht also nicht irgendwie, man sieht weder ein Gesicht noch so, sondern es sind einfach so ein bisschen Kacheln aus Keramik mit Striemen. Es ist derart unauffällig, dass man es, also ich bin heute daran vorbeigelaufen, eigentlich, man sieht gar nicht, dass etwas anderes ist dort. Und ich finde, man hätte auch können das Tympanon einfach frei lassen, so wie man es 1902 das Bundeshaus gemacht hat. Man sieht auch, dass dann am Schluss irgendwie diesen linksgrünen Pseudokünstler gleich noch der letzte Mut gefehlt hat, das Bundeshaus komplett zu verschandeln. Und das ist, finde ich, doch eine tröstliche Erkenntnis von gestern. Gut, aber irgendwo muss ich gleich sagen, es ist ja auch deshalb peinlich. Also, ich weiß nicht, hast du die, ich weiß gar nicht, wer ist das? Ich kenne den Nationalrat nicht oder die Nationalrätin. Und die habe ich noch nie, also der habe ich noch nie gehört, aber dass ich noch nie darüber gehört habe, das heisst jetzt nicht viel, aber du glaubst auch nicht. Und die hat jetzt, weiss Gott, keine Spuren hinterlassen. Außer dass sie offensichtlich, sie ist in Kamerun geboren, sie ist schwarz. Was ist das für ein rassistisches Statement in unserem Bundeshaus? Nur weil jemand schwarz ist, kommt eine Statue neben. Was sind wir für eine traurige Gesellschaft geworden, wo es langt, dass du einfach sagst, ja, der hat jetzt eine andere Hautfarbe, deshalb müssen wir jetzt den schon mal speziell auszeichnen. Das ist rassistisch. Man kann sagen, ja, das ist noch nett, ist positiv rassistisch gemeint, aber eigentlich ist es höchst rassistisch, widerspricht völlig dem Geist von dieser Bundesverfassung, die einfach sagt, alle Menschen sind gleich. Fertig. Es gibt keinen Grund, irgendein Mensch aufgrund von seiner Hautfarbe speziell gut kennzeichnen. Es gibt keinen Grund. Und wer das macht, ist ein Rassist. Gut, wir haben uns wieder mal aufgeregt. Deshalb müssen wir uns jetzt erholen. Und erholen kann man sich immer noch am besten, wenn man schläft. Und zwar lang schläft. Den Schlaf des Gerechten oder den Schlaf des Unschuldigen. Wir haben da einen ganz guten Tipp. Wenn ihr wirklich wollt schlafen, müsst schlafen, weil ihr euch ab und zu aufregt, was im Bundeshaus passiert. In dem Sinn. Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 11 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch. Gut, es ist immer noch Session und heute im Parlament ist unter anderem Kostenbremse ein Thema gewesen. Dominik, um was geht's? Genau, das ist die Initiative von der Mitte, die heisst Kostenbremse-Initiative. Das ist so eine von diesen modernen PR-Initiativen, weil ob sie Kosten bremst oder nicht, ist höchst fraglich. Es ist einfach so, wenn Kosten ansteigen, dann kommt der Bundesrat mehr Kompetenzen über, um irgendwie mehr Staatseingriff zu machen. Jetzt, ja, es ist, weißt du, wirklich, jetzt muss ich es einfach einmal sagen. Ich habe mit dem Gesundheitswesen zu tun seit dem Jahr 2000 in verschiedenen Rollen. Und ich sage dir einfach, das Problem sind nie die fehlenden politischen staatlichen Kompetenzen gewesen, sondern immer die zu viel staatlichen Kompetenzen. Darum sage ich dir einfach, die Mitte macht das. Und es gibt viele in der Mitte, die sagen, ja, Dominik, du hast ja recht. Aber weisst, es hilft uns im Wahlkampf. Vielleicht hilft es im Wahlkampf, aber zur Lösung von der Problem, von der Fehlanreize, von der Kosten im Gesundheitswesen, wird das 0,00 unendlich Prozent beitragen. Genau. Im Wahlkampf hilft der bürgerliche Nummer, wenn sie einfach klar benennen, wer die Verantwortung trägt für das ganze Desaster. Ja, und das ist der Alain Berset, sozialdemokratischer Bundesrat, 12 Jahre zuständig für das Dossier. 12 Jahre! Das ist ganz lang. Es gibt kaum einen Bundesrat, der länger für das Dossier verantwortlich war. Es gibt keine Entschuldigungen mehr. Er kann es auf niemanden abschieben und seine Partei sowieso nicht. Und greift doch den mal an, macht mal Plakat, anstatt dass er ihn immer wieder loben, weil er mit der Federboa rumsäckelt an der
Street Parade und so weiter. Hört mal auf, die ganze Zeit. Ich sage es ja ab und zu auch, ich kann gut reden. Aber das Gesundheitswesen hat er nicht gut bewältigt. Und das muss man jetzt sagen im Wahlkampf. Und der SP wirklich die Luft rauslassen. Ich sage es noch einmal, es ist doch unglaublich, auch da wieder, dass die Bürgerlichen sich das gefallen lassen. Dass die Kopfendeckel das Dossier 12 Jahre über dem G haben. Der versagt völlig. Und nachher lassen sie sich noch kritisieren von der gleichen Partei, wo der Bundesrat herkommt. Also, Entschuldigung, keine schlechte, keine gute Politik. Gut, wir haben noch ein anderes sehr erfreuliches Thema. Aus der Sicht der Schnecken. Da ist etwas ganz Wichtiges passiert, ein Durchbruch in der Epoche der Schnecken. Um was geht es da? Ja, Heliokultur ist anerkannt. Das ist offenbar die Schneckenzuchtkultur. Und zwar sind Schnecken jetzt, also der Nationalrat will das, es muss noch ein Ständerat kommen, aber ich bin ja sicher, dass auch die mit den Schneckenposten das werden bewilligen. Schnecken sind neue Nutztiere. Und das bedeutet, dass man eben mit einfacheren Verfahren kann Schneckenzuchtanlagen bewilligen. Und dass sie auch, ja, man wird dann müssen darüber reden, ob man auch für Schnecken Subventionen bekommt. Ich bin sicher, der Bauernverband und die halbe SVP wird sich da dafür einsetzen. Der Antrag ist aber gekommen von einem SP-Nationalrat im Tessin, der sicher gerne Schnecken hat. Genau, das ist ein wichtiger und Entscheid für heute. Das sehe ich richtig. Also die Schnecken, die züchtet man nur, damit man sie nachher essen, oder? Genau. Also das ist der Fleischkonsum wird wieder erhöht. Ja, und ist das gar nicht Fleisch? Ich weiss gar nicht, Schnecke, ist das Fleisch oder nicht? Ich glaube schon, dass es Fleisch ist, aber ich frage mich auch, ob der Treibhausgasausstoß von Schnecken pro Kilo ja. Schneckenfleisch gleich hoch ist wie von Rindfleisch. Das müssen wir sich wirklich noch überlegen. Und es könnte aber sein, dass er tiefer ist, weil letztlich habe ich noch nie den Treibhausgasausstoß von einer Schnecke können live verfolgen oder weder olfaktorisch noch gehörmässig. Darum vermute ich, dass der relativ tief ist. Also vielleicht, wenn jemand zulässt, bitte tun uns informieren. Treibhausgasausstoß von Schnecken ist ein grosses Relevanzkriterium. Genau, und es passt offensichtlich in die birnweiche Strategie vom SVP-Bundesrat Guy Parmelin, wo uns ja alle dazu bringen, dass wir weniger Fleisch essen. Und wenn wir noch Fleisch essen müssen, soll das offensichtlich ein Schneck sein. Schnecken essen ist wahrscheinlich besser. Also der Schneckenbundesrat Parmelin hat uns da die Schneckenzucht unterstützt. Auch wieder eine von den ganz grossen birnweichen Ideen aus unserem schönen Parlament. Gut. Geht noch weiter. Das hört nicht mehr auf. Ich weiss, tut mir leid. EWR-Beitritt ist auch wieder ein Thema in dem Schneckenparlament. Um was geht's? Ja, der Nationalrat fordert exploratorische Gespräche zum EWR-Beitritt. Das ist auch, ich meine, das zeigt, wie dumm die EU-Politik geworden ist, oder? Weil letztlich ist es klar, dass man die gleichen Probleme, wie man beim Rahmenabkommen hat, nämlich wir haben es schon ein paar Mal gesagt, Nachvollzug von Gesetzen, die wir nicht wollen und darüber abstimmen können. Oder eben das Gericht von der Gegenpartei, ein Schiedsrichter ist in einem Spiel und so weiter. Das ist ja immer das Gleiche. Das Problem hast du beim EWR ganz genau das Gleiche, wo eigentlich heisst, die demokratische politische Teilhabe von Herr und Frau Schweizer wird geschmälert, wenn man sich politisch-juristisch an die EU irgendeiner Form anbindet. Wer hat jetzt das wieder eigentlich gepostet? Also, welche Parteien bringen jetzt wieder so einen birrenweichen Entscheid? Unser Lieblings-Euro-Turbo, der Erik Nussbaumer, SP Basel-Land. Oder, ich meine, er tut in jeder Session mindestens eine Handvoll so Vorstöße einreichen. Das macht er. Er ist Präsident von der EBS. Das ist nicht irgendeine Liftfirma oder ein Autoclub. Nein, das ist die Europäische Bewegung Schweiz. Er muss das machen. Und er macht es immer, muss man ihm zugestehen. Weißt, er macht es immer mit offenem Visier. Ja, schon. Also ich habe nichts gegen den Nussbaumer, aber warum hat er immer wieder Mehrheiten? Wer stimmt denn da zu? Ja, natürlich die Grünliberalen, oder? Voll. Oder? Das sind die eigentlichen Euro-Turbos und dann auch ein schöner Teil von der Mitte. Gut. Jetzt müssen wir wieder einmal. Es tut uns leid, über unsere Lieblingszeitung reden. Und zwar die neue Zürcher Zeitung, gegründet 1780 im Aurel Füssli Verlag, soviel ich weiss, in Zürich. Ja, Christina Neuhaus, eine sehr fähige, sehr bürgerliche Inlandschefin, hat heute
über den Ignazio Cassis müssen schreiben. Hat sie meiner Meinung nach gescheiter nicht gemacht. Dominik, um was geht's? Ja, der Ignazio Cassis hat an einer Veranstaltung im Tessin gesagt, er dürfe keine Zeitungen mehr lesen und es gibt viel Umverteilung. Ich hätte eigentlich lieber, das hätte man müssen loben. Und so, und sie macht ein langes Exposé über Bundesräte und ihre Zeitungslektüre, weil es gibt ziemlich viele Journalisten, die jetzt so ein bisschen beleidigt sind, dass der Ignazio Cassis keine Zeitungen, sie nicht mehr liest, oder? Die heimlichen Politikerinnen und Politiker in der linksgrünen Redaktionsstube. Sie sagt das so, schreibt das so ein bisschen an und man kommt am Schluss nicht raus, ob sie jetzt wirklich findet, mal, die Ignazio Cassis hat einen Punkt und es ist manchmal gut, dass Bundesräte nicht Zeitungen lesen und sich auch deshalb auch nicht von Zeitungen beeinflussen lassen, oder ob sie gleich am Schluss auch ins Heer der beleidigten Kollegen gehört. Genau, also es sind auf verschiedene Punkte. Das erste ist, genau wie du richtig sagst, die Journalisten sind die, die immer austeilen, wir ja auch, die die ganze Zeit alle anderen kritisieren. Aber wenn sie dann selber kritisiert werden, dann sind sie wahnsinnig verschnupft. Und es gibt nichts Schlimmeres, ich glaube, Ueli Maurer hat glaube, das auch mal gesagt, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man die Medien mit Nichtbeachtung bestrafen. Und ich empfehle das jedem Politiker und jedem Unternehmer. Die meisten Medien stehen links. Und ein bürgerlicher Bundesrat wie Ignazio Cassis kommt wirklich einfach nie gut weg in diesen Medien. Und das gilt auch für seine SVP-Kollegen, es gilt auch meistens für Karin Keller-Sutter. Es ist völlig klar, die vier bürgerlichen Bundesräte, die sind freiwillig für jeden Praktikant, der auf dem Tagesanzeiger einmal irgend probiert, ein Text zu schreiben. Aber, und das ist der Punkt, warum wir jetzt Zürich Zeitung richtig hart kritisieren und vor allem an Christina Neuhaus, Kopfendeckel, die NZZ ist ja nicht auf dieser linken Seite. Und aus dem Grund müssen wir erstens einmal nicht so verschnupft tun, weil die Zürich Zeitung wird sicher noch gelesen von Ignazio Cassis, da würde ich nicht so wahnsinnig mehr Sorgen machen. Das eine. Das zweite ist, das ist eine Zeitung, wo man nur Aktionär werden kann, wenn man FDP-Mitglied ist oder der FDP oder dem liberalen Gedankengut, wie das irgendwie formuliert ist, nahe steht. Es ist eine politische Parteizeitung. Steht mal dazu und verhaltet euch auch so. Es ist doch ein absoluter Unsinn. Kurz vor dem Wahl, vor den Wahlen, die FDP ist sowieso schon am Kämpfen, kommt die Inlandchefin von der Zürich Zeitung. Die Inlandchefin von der Zürich Zeitung und tut so einen komischen Text machen, wo sie die Ignazio Cassis nicht völlig klar verteidigen, was richtig gewesen wäre, nicht nur aus freisinniger Sicht, sondern nämlich auch aus bürgerlicher Sicht und auch aus Sicht von einem Journalist, der genau weiss, wie die Mainstream, die linken Mainstream-Medien unfair sind und einseitig sind. Das Zweite, was ich richtig, also wirklich unglaublich finde, dann tut sie den Ignazio Cassis noch mit dem Donald Trump vergleichen. Ich meine, Entschuldigung, der Ignazio Cassis, der an sich, der wirklich nie einer Flüge etwas leid tut, wo er so ein freundlicher Tessiner ist, wo lieber meiner Meinung nach würde schweigen als reden. Jetzt hat er sich einmal ein Herz genommen und sagt etwas Richtiges. Er sagt etwas, was stimmt und wo jeder bürgerliche Politiker weiss und sollte sagen. Und dann kommt Neuhaus und tut ihn nicht unterstützen, sondern tut ihn noch mit dem Donald Trump in einen Topf werfen. Also, NZZ, Quo Vadis, wo gehen ihr eigentlich hin? Sind ihr eine GLP-Zeitung? Weil da haben wir noch ein zweites Thema, das auch in das Kapitel gehört. Das ist ein anderer Ressortleiter zuständig. Dominik, um was geht's? Ja, es ist mindestens das dritte, gefühlt aber das 200. Porträt von der Co-Präsidentin Operation Libero, von der Sanja Ameti erschienen. Man erfahrt nichts Neues. Es ist weiter einfach Hagiografie, 25. Teil. Es werden Geschichten erzählt, die wir alle schon gehört haben, über die Flucht von ihren Eltern, über ihre Zeit, die so schlimm war in der hasserfüllten Schweiz, über irgendeinen Koffer, den sie, glaube ich, immer gepackt hat, mit Gummistiefeln, hat sie dort drin, damit sie dann durch den Wald kann stapfen auf der Flucht aus der Schweiz raus. Es ist einfach, es kommt auch alles nicht vor. Ihre komplette Erfolglosigkeit wird höchstens am Rand kurz erwähnt. Dass das eben etwas könnte zu tun haben mit ihr, kommt bei der Nadine Brücker, wo der Text geschrieben hat, eine ganze Seite, glaube ich, im Print, spielt überhaupt keine Rolle. Man könnte auch mal ihre Erfolglosigkeit als Juristin mal ein bisschen beleuchten, kommt nicht vor. Man könnte auch ihre Erfolglosigkeit als Co-Präsidentin von Operation Libero
beleuchten, weil es ist immer nur einstudiert und sie funktioniert nur dann, wenn das mit Medien abgesprochen ist, wenn das sozusagen gestaged ist. Es ist eine Theateraufführung. Die Dame, ich habe sie erlebt auf einem Podium, wo sie auch so eine Theateraufführung gemacht hat, da in Sachen Neutralität und so. Die Dame ist höchst unsicher, wenn man dann in eine sachliche Diskussion geht. Sie weiss dann keine Antworten mehr. Sie sagt dann, ich schliesse mich dem und dem an. Und darum finde ich, vollkommener Hype. Sie ist, Gott sei Dank, bei der grün-linken Partei hat sie es auch nicht weiter raufgeschafft als auf den 18. Listenplatz. Und ja, sie kann schon noch etwas werden. Ich wünsche ihr viel Glück. Aber sie muss noch verstehen, wie das Land funktioniert. Man muss da etwas leisten, dann wird man auch etwas. Genau, und du hast es gesagt, 18. Listenplatz. Also die eigenen Leute haben sie ja nicht gern. Und wer GLP ein bisschen kennt, und ich kenne auch ein paar Leute von der GLP, alle schnödet oder die meisten schnödet hinter vorgehaltener Hand. Die Sanja Emeti ist meiner Meinung nach ein absoluter Failure. Und sie wissen es auch. Und jetzt müssen wir noch einmal Verantwortlichkeiten benennen. Ressortleiter Feuilleton, weil der Text ist im Feuilleton. Eine ganze Seite auf dem Feuilleton, und zwar auf der Rückseite. Das ist eigentlich die beste Seite, die das Feuilleton jetzt hat. Verantwortlich für diesen Teil ist der Benedikt Neef, ein brillanter, ein gescheiter, durch und durch konservativer Journalist, hat bei der Basel-Zeitung auch lange gearbeitet, ist einer von unseren Besten gewesen bei der Basel-Zeitung, ist dann zu der Zürich-Zeitung gegangen, wo er auch hingehört, das ist alles gut, aber er sollte solche Sachen nicht zulassen. Einfach nicht. Wieso die Sanja Emeti zum 8000. Mal porträtieren, so hagiografisch, so unkritisch, wieso eigentlich? Haben wir eigentlich Wahlen? Und geht es darum, dass GLP gewählt wird oder die FDP? Heimatsterne, tun wir mal nachdenken. Und jetzt noch etwas zu der Autorin, Nadine Brücker. Auch bei der Basel-Zeitung war eine ganz linke Aktivistin, die meint, sie könne schreiben. Eine Zumutung, dass so jemand überhaupt so ein politisches Porträt schreibt. Was ist los? Quo vadis, NZZ. Und jetzt einfach, dass wir noch ein bisschen etwas Positives gesagt haben, gehen wir noch zum Schluss zum Lucerne Festival, wo sich nicht getraut, Klimakleber wirklich so zu beurteilen, wie man sollte, Dominik. Ja, man hat das überall können lesen. Zwei Terroristen von Renovate Switzerland haben sich angeklebt am Direktorenpult beim KKL. Das erinnert so wie an die Aktion in Locarno. Der Dirigent hat dann seine Unterstützung noch gesagt. Der Wladimir Jurowski hat dann gesagt und hat so viel auch Applaus bekommen, eben, dass die Aktivisten haben können ihre Forderungen in den Saal rausschreien und dann sind sie freiwillig rausgegangen, wahrscheinlich weil sie mit klassischer Musik nicht am Hut haben. Die Akustik ist aber sehr gut, muss wirklich sagen, es ist einer der besten Säle. Ich gehe auch etwa die Mal dort das Konzert gehört, ist wirklich grossartig. Und darum ist das auch sicher gut gewesen. Sie haben das dürfen sagen. Auch heute in Lausanne, die nächsten Klimakleberproteste, die jetzt nicht mehr kleben, eben außer dem KKL, sondern langsam laufen. Das ist ideal, sind die besten Wahlhelfer für die FDP und die SVP. Ich finde wirklich, wird alles gut, glaube ich. Ich glaube auch, ich wirklich noch eine Aufforderung an Max Vögtli. Tönt Überstunden arbeiten. Gehen gut kleben und gehen gut langsam laufen überall. Machen die Leute so richtig hässig. Das ist tiptop. Das gibt bei uns ein gutes Wahlergebnis. Danke vielmals, Max Vögtli. Danke vielmals, dass du nicht mehr in Mexiko bist. Du darfst nach der Wahl sofort wieder verreisen. Malediven sind schön. Afrika könntest du auch mal gehen. Südamerika ist gut. Wir wünschen wirklich alles Gute. Bitte so weitermachen. Gut, das war es von Bern einfach an dem 13. September 2023. Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns empfehlen, redet von uns, tönt unsere Freunde, eure Freunde, nicht unsere Freunde sind schon da, nein, eure Freunde darauf aufmerksam machen. Tönt uns hoch bewerten, würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.